Hallo, ich bin on Tour und dachte, ich gebe euch mal auf dem Weg ins Studio, wo ich gleich ein bisschen arbeiten möchte, ein paar Ernährungstipps in Form von Ernährungsmythen. Heute geht es ums Trinken. Mythos Nummer 1, man soll bis 2 bis 3 Liter am Tag trinken. Das ist so nicht richtig. Also dieser Mythos ist falsch. Laut neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen gibt es eine Formel, wo man ausrechnen kann, wie viel Flüssigkeitsbedarf man braucht. Und der sieht so aus, dass es da die spezielle Formel gibt. 0,03 mal Kilogramm Körpergewicht. Heißt, ich für mich mit meinem Gewicht muss 2,85 Liter am Tag zu mir nehmen. Jetzt könnt ihr euch mal ausrechnen, was ich wiege zurzeit. Also das ist falsch. Rechnet euren individuellen Flüssigkeitsbedarf in Form dieser Formel und dann liegt ihr auf jeden Fall immer richtig. Zu diesem Thema passt auch der Mythos Nummer 2, Kaffee entzieht dem Körper Wasser. Das ist falsch. Kaffee ist harntreibend, also der Koffein im Kaffee ist harntreibend. Dadurch verlässt die Flüssigkeit schneller den Körper. Das nimmt man halt eben wahr, wenn man Kaffee getrunken hat, muss man öfters zur Toilette. Und aber der Flüssigkeitsverlust, der sogenannte, der ist so verschwindend gering, dass man Kaffee sogar zu seiner Flüssigkeitsbilanz am Tag zurechnen kann. Das heißt also, wenn jemand an 1,5 Liter Wasser bloß zu sich nimmt, aber dafür 1 Liter Kaffee trinkt, hat er seine Flüssigkeitsbilanz mit Sicherheit erreicht. Also, das heißt, trinkt auch jede Menge Kaffee und ihr seid auf der sicheren Seite, was eure Flüssigkeit, was euren Flüssigkeitshaushalt betrifft. Ja, zu diesem Mythos, zu dieser Mythosreihe passt auch der dritte Mythos, und zwar, dass grüner Tee gesund ist. Das ist richtig. Grüner Tee ist sehr gesund. Da gibt es diesen Wirkstoff, den kann ich nicht aussprechen, was das jetzt richtig lang heißt. Das könnt ihr euch mal von Google vorlesen lassen. Fakt ist, wissenschaftlich bewiesen ist, dass grüner Tee Prostatakarzinome verkleinern lässt und sogar Krebszellen, also den Wachstum von Krebszellen ausbremst. Zusätzlich hat grüner Tee noch die sehr gute Funktion, dass er entzündungshemmend ist. Heißt also, wenn ihr trinkt, wäre es gut, wenn ihr euren Flüssigkeitshaushalt auch noch mit Grüntee ergänzt. So, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch und wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, Daumen hoch, abonniert meinen Channel und in diesem Sinne, bleibt sportlich. Es grüßt der Mirko.